Willkommen zu einem neuen Video, den Monatsvlog Dezember. Wenn ihr dieses Video seht, dann sind wir schon im neuen Jahr. Also ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gerutscht und hattet auch schöne Feiertage, wenn ihr diese feiert. Und euch geht es allen gut und so weiter. Jetzt in diesem Moment haben wir aber noch Dezember und Johannes und ich sind zurück aus Japan, eigentlich schon seit einiger Zeit. Und seit wir aus Japan zurück waren, hat unsere Wohnung bzw. eigentlich das ganze Haus keine Heizung und, was noch viel schlimmer ist, kein warmes Wasser. Also entschuldigt bitte mein Auftreten, ich habe halt kein Make-up drauf und ja, weil das einfach auch so super nervig ist, irgendwie sich dann abzuschminken und generell sich das Gesicht zu waschen, ist ein bisschen mehr mit Aufwand jetzt verbunden, wenn man dann halt Wasser kochen muss und so weiter. Ja, ich konnte zum Glück bei Desi duschen. Ich habe bis jetzt zweimal geduscht, seitdem wir zurück waren. Und das ist jetzt fast, wir haben jetzt fast 2 Wochen schon kein warmes Wasser. Und ja, und sogar vor unserer Ankunft hat es schon begonnen. Also ich glaube eine Woche, bevor wir gekommen sind. Also hatten wir da in dem Sinne auch noch ein bisschen Glück, dass wir eine Woche weniger davon hatten. Aber ja, das ist die aktuelle Situation hier. Ist natürlich super perfektes Timing, dass sowas im tiefsten Winter kaputt geht, wenn es so richtig, richtig kalt und eklig ist vom Wetter her. Aber ja, wir haben jetzt hier so Radiatoren bekommen, 2 Stück von der Hausverwaltung. Aber ja, es ist nicht so effektiv, ehrlich gesagt. Und ich sitze hier auch in meiner Decke und habe auch die ganze Zeit irgendwie eine Wärmflasche. Und ja, könnte auf jeden Fall gemütlicher sein. Und was halt voll schade ist, ich hatte mich in Japan die ganze Zeit darauf gefreut, nach Hause zu kommen und dann die Wohnung weihnachtlich zu dekorieren. Irgendwie hier so die, hier die Ornamente dran zu machen oder auch den Kranz rauszuholen über den Türrahmen. Also diesen großen Kranz und ja, ganz viel weihnachtlich zu dekorieren. Und auch so ein Christmas Brunch wollte ich auch wieder machen, weil ich das relativ häufig jetzt gemacht habe, aber ja, dadurch, dass es hier einfach so ungemütlich ist und Warmwasser einfach fehlt, fiel das jetzt alles ins Wasser und ich fühle mich einfach auch nicht danach, das so weihnachtlich zu dekorieren und generell fühle mich noch nicht so weihnachtlich, muss ich sagen. Johannes ist schon nach Rügen gefahren zu seinen Eltern, der hat hier auch tatsächlich kalt geduscht und ich so, boah, wie kannst du das machen? aber ja, deswegen hier bin ich noch ein paar Tage alleine, bevor ich dann nachkomme. Ist aber ehrlich gesagt auch mal ganz schön, alleine zu Hause zu sein. Dann kann ich irgendwie bis spät in die Nacht irgendwie meine dummen Serien oder so gucken im Bett. Und ja, so ein bisschen Me-Time genießen, was auch ganz schön ist. Ja, so viel erstmal an dieser Stelle. Ich glaube, mehr habe ich erstmal nicht zu erzählen. Ja, also das wird jetzt der Dezember-Vlog. Denke nicht, dass er sehr viel Inhalt haben wird, weil insofern nicht viel passieren wird. Und ich auch bei den Eltern, glaube ich, gar nicht vloggen werde. Und ja, schauen wir mal, was ich da zusammenbekomme. Eventuell gibt es ein paar Teile in Bezug auf Weihnachtsgeschenke. Aber ja, sonst, glaube ich, wird dieser Vlog sehr, sehr kurz. Die Weihnachtsgeschenke für Nies und Desi sind angekommen und es ist ultra süß geworden, auch wenn es nicht ganz korrekt geworden ist, so wie ich es bestellt habe. Ich habe nämlich 2 solche Versionen bestellt, also immer mit einer Figur drin. Stattdessen kam das so an, was eigentlich falsch ist, aber naja, es ist trotzdem auf jeden Fall super süß. Also wir haben hier einmal eine Tasse mit Wilson drin, sogar hinten das Detail mit dem schwarzen Strähne ist drin. Super süß. Und dann sollte eigentlich die andere Tasse nur Amy beinhalten. Und jetzt kam das aber so, dass beide Hunde in einer Tasse sind. Ich finde es dann ein bisschen komisch, wenn dann einer nur einen Hund hat und der andere 2. Ich sollte halt wirklich ein Hund pro Tasse sein. Aber naja, ich kann es jetzt nicht ändern. Und es ist jetzt zu kurzfristig, um das irgendwie richtig zu machen. Aber ja, es ist trotzdem auf jeden Fall eine super süße Geschenkidee, finde ich. Also für alle Hundeliebhaber. Das kann man halt so personalisieren lassen. Man schickt da halt so Fotos dann ein. Und ja, das sind Geschenke für Desi und Nies.
So, ich packe gerade meinen Koffer fertig für Rügen. Da nehme ich nur meinen Remova Handgepäckskoffer mit und diese ganz super alte Balenciaga-Tasche. Also ich habe überwiegend eigentlich so gemütliche Sachen mit und dann ein Outfit für den Weihnachtsabend und das, was ich halt im Zug anhaben werde. Und ansonsten eigentlich nur Beauty- und Weihnachtsgeschenke, beziehungsweise den Weihnachtsgeschenken, die noch nicht schon auf Rügen sind. Ich nehme meine Current Body LED-Gesichtsmaske mit. Und ja, das ist mein Shampoo. Ich benutze von Elisabetta Sefi das Hair Growth Shampoo, beziehungsweise die ganze Serie. Ich nehme aber nur Shampoo und Conditioner mit. Haarmaske lasse ich hier. Ich weiß nicht, ob ich das Serum da eingepackt habe. Wenn nicht, auch egal. Und natürlich kommt meine Wärmflasche auch noch mit. Hier haben wir so ein paar Kekse aus Japan mit. Und ja, dann noch so ein paar übrige Sachen noch, die ich verschenken werde. Das hier nehme ich mit, weil ich eventuell ein Voice-Over aufnehmen werde. Und dann brauche ich so ein bisschen so eine Halterung. Und ja, so random Weihnachtsgeschenk für Johannes, was noch angekommen ist. Und ja, hoffe ich mal, dass das zugeht. Aber ich denke schon. Und hier in meiner anderen Tasche habe ich eigentlich hauptsächlich Brot drin. Ich nehme nämlich Zeit für Brot mit. Oh, es ist zu schwer, um es rauszuholen. Aber ja, so ein halbes Brot habe ich genommen, weil es eine relativ kleine Hälfte ist, tatsächlich. Habe ich noch ein Viertel. Oh, krieg's auch nicht raus. Noch ein Viertel mitgenommen, weil ich irgendwie dachte, das wäre sonst eventuell zu wenig. Ja, das nehme ich mit. Dann das Burnout-Buch. Hier habe ich mein Aufnahmegerät. Und ja, Notizbuch und mein Laptop nehme ich natürlich mit. Ja, dann mache ich das mal fertig und dann kann es auch bald losgehen. So, ich bin jetzt ready to go und das ist mein Outfit. Ich wollte mich so warm wie möglich anziehen, deswegen habe ich die dicksten Schuhe genommen. Das sind die Arket Boots, die so gefüttert sind mit dem Zip vorne. Und dann den House of Dagmar Mantel. Und einen, ja, so Überwerfschal von bei Marlene Beer. Und dann noch eine Mütze, Kaschmirmütze von Style Republic. Und ja, weil das ist so das dann, was ich bei Spaziergängen oder so anhaben werde. Und ja, Koffer und Tasche. Tasche ist alt von Balenciaga. Die ist super gut, weil die so sehr robust ist und pflegeleicht, sage ich mal. Und da super viel reinpasst. Ist ungefähr so groß wie der Handgepäckskoffer. Beide Teile sind super schwer und ich habe jetzt schon ein bisschen Angst davor, dass es echt ein bisschen schwierig sein wird mit Treppen und Bahn und so weiter. Aber naja, gucken wir mal. Kriege ich schon irgendwie hin und ich habe jetzt keine Wahl, denn ich muss jetzt los. So, ich dachte mir, ich zeige euch mal ein paar Sachen, die wir zu Weihnachten bekommen haben, weil ich das bei anderen immer ganz interessant finde und ja, warum nicht? Also hier habe ich schon mal so ein paar Sachen, die hier in der Küche sind. Da hätten wir zum einen ein Kochbuch, das One Pot Pan Planet von Anna Jones Kochbuch.
Also es geht so ein bisschen in die Richtung wie das Otto Lengi Simple Buch, was ich habe, was sehr, sehr gerne benutzt wird von uns. Und ja, ein Kochbuch ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Außerdem haben wir von den Eltern noch Trüffelöl und so richtigen schwarzen Trüffel bekommen. Richtig cool. Das werden wir auf jeden Fall mal benutzen, wenn wir selber Pasta machen. Vielleicht ist es ja hängen geblieben, weil wir an unserer Hochzeit Pasta Cacio e Pepe hatten mit Trüffel. Und ja, eventuell kam daher die Idee, ich weiß nicht genau. Aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann habe ich hier eine süße Sache von der Schwester. Ich muss es mal auspacken. So kleine Figürchen, die man dann am Glasrand drauf tut. Und dann so den Teebeutel daran hängt. Das ist jetzt nur ein Beispielglas, ist ein bisschen zu klein dafür. Aber ja, super, super süß, weil ich trinke ja absolut gerne Tee. Und dann habe ich außerdem auch noch Baumschmuck bekommen, aber den kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich den schon in die Weihnachtskiste gepackt habe. Aber ja, das ist so das, was so in der Küche an Weihnachtsgeschenken rumfliegt. So, ein Geschenk, was ich mir gewünscht habe zu Weihnachten, ist ein richtiges Kissen. Also richtig im Sinne von, ja so, wie sagt man, ergonomisch. Weil ich immer so krasse Nackenschmerzen bekomme vom Schlafen. Und hier, das ist so ein Kissen für Seiten- und Rückenschläfer. Und ich bin ein absoluter Seitenschläfer. Und das soll dann so geformt sein, dass es gut für die Halswirbelsäule ist. Und das ist auch so ein bisschen ja wie so Memory Foam. Also so ein bisschen härter als ein normales Kissen und auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Quasi nicht unbedingt kuschelig, aber die ersten Nächte waren auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und ich habe keine Nackenschmerzen gehabt beim Aufstehen. Und ja, dann habe ich hier noch ein Seidenkissen, aber das kommt jetzt in die Wäsche. Und ja, das ist auch ein Bezug hier, den kann man eigentlich auch in die Wäsche tun. Aber ich habe halt immer noch extra einen Seidenbezug dazu. Und ja, über dieses Geschenk freue ich mich sehr. Das ist einfach super, super gut. Und das habe ich echt gebraucht. Das ist übrigens von Tempur. Das wurde mir mal von jemandem empfohlen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden bis jetzt. So, dann habe ich zu guter Letzt hier noch diese Badeöle von Susanne Kaufmann von Johannes. Das habe ich mir aber gewünscht. Das ist so ein Set von Susanne Kaufmann mit zwei verschiedenen Duftrichtungen, weil ich mich da auch nicht entscheiden konnte. Aber ja, die Badeöle von Susanne Kaufmann sind immer richtig, richtig schön. Und die sehen auch sehr schön aus, muss ich sagen, mit diesem Zweig, der da immer drin ist. Und ja, ich bade sehr, sehr gerne im Winter, wenn auch nicht oft, aber ja, dann, wenn dann, immer mit einem schönen Badeöl und die sind perfekt dafür. Wir feiern Silvester bei Storm und Marius und der Dresscode ist Pyjama und ich bin am Überlegen, was ich anziehe. Entweder ziehe ich das hier an, das ist ein navyblauer Pullover von Lily Silk, ein weißes T-Shirt. Um es ein bisschen hübscher zu machen, noch eine Kette von Lee Studio und so eine alte Strickhose von H&M und meine Hausschuhe, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Und ja, also entweder das oder den passenden Pullover dazu. Also so ein graues Set quasi. Ich glaube, ich tendiere zu dem Set bei irgendwie so einheitlich ist immer irgendwie schöner und es ist noch mehr Pyjama-mäßiger, also mehr getreu dem Motto. Ja, ich glaube, das nehme ich. Vielleicht mache ich mir noch irgendwie eine Schleife ins Haar. Aber ja, das wird sein. Das Set ist wie gesagt alt, aber ich werde mal gucken, ob ich was Ähnliches finde. Ich meine, ich habe so ein ähnliches Set bei Arket gesehen, aber ja, das werde ich euch dann in der Infobox verlinken, wenn ich es finde. Ja. Wir sind bei Storm und Marius zu Silvester eingeladen und jeder soll was mitbringen. Und ja, wir werden was aus dem Otto Lengi Kochbuch machen, weil es hier einige Rezepte gibt, die ganz gut sind für so ja, Gruppen, große Gruppen. Und so, das ist das Rezept, was wir machen wollen. Gebackener Reis mit Minze, Granatapfel, Olivensalsa.
Ja, weil das ist irgendwie ein ganz gutes Gericht, was man gut vorbereiten kann, gut transportieren kann und was man gut aufteilen kann auf viele Menschen. Also eine gute Beilage. Das passt ganz gut zu den Sachen, die sonst mitgebracht werden. Ich glaube, da sind so viele Ottolenghi-Gerichte dabei. Und ja, das wird dann unsere Contribution sein. Und dann werde ich außerdem noch ein Dessert machen mit Mascarpone-Creme und Himbeeren. Und das werde ich dann in diesen Behälter hier reinmachen. Super schön. Dann kommt unten kommen dann die Himbeeren rein und oben dann drüber die Mascarpone-Creme. Und ja. Das wollte ich auch endlich mal benutzen. Das habe ich irgendwann mal bestellt von einem Vintage-Online-Shop. Ich werde den euch mal unten verlinken, weil jetzt gerade fällt mir nicht ein, wie der hieß.